So Leute, ich habe es heute tatsächlich geschafft, pünktlich in der Uni da zu sein und an allen Vorlesungen teilzunehmen, ordnungsgemäß. Es ist jetzt schon mittags. Ich setze mich jetzt in die Cafeteria von unserer Uni. Die lachen mich alle aus. Mach da jetzt noch ein bisschen was, Gruppenarbeit für nächste Woche. Und dann haben wir ja noch einen kleinen Trip vor diese Woche nach Cat Bar, eine schöne Insel. Und da müssen wir auch noch ein bisschen was ausplanen. Also chill ich mich jetzt dahin, esse ein bisschen Mittag und ja. Recherchiert für Cat Bar. Leute, das ist die Insel mit den unberührtesten Dschungeln in ganz Vietnam und Strände und alles mögliche. Und alle fahren irgendwie in die Halong Bay, aber Cat Bar hat, glaube ich, noch viel mehr zu bieten. Ist halt direkt in der Nähe. Genau, das wollen wir jetzt machen, wieder ab Mittwoch oder ab Donnerstag, dann übers Wochenende. Schauen wir mal. Jo, ich muss jetzt erstmal irgendwie nach Hause kommen und ich muss aus meiner langen Hose raus. Ich treffe mich jetzt mit Alex gleich. Wir essen nochmal diesen Reis im Old Quarter. Das war eine Fahrt, Leute, sage ich euch. Es ging einmal komplett durch Hanoi. Es ist so warm heute, aber gleich da, zum Glück. Die entspannte Nummer. Hier gibt es eine kleine Bank für uns am Straßenrand. Die hängt zwar durch, aber die hält. No. Wurde noch gerade schon gefragt, ob wir nicht ein bisschen behindert sind, warum wir hier in der Sonne sitzen. Ja, wir sind. Ja. Wir wollen braun werden. So Leute, die Grabs werden bestellt. Für null wieder natürlich. Für mehr fahren wir hier nicht. Ich muss auf meine Hose raus. Das ist sehr schön. Hallo, Musik, DVD. Thank you. Das heutige Rennen ist on, Alex. Mal sehen, wer heute zuerst zu Hause ist. Oh, ja, ist er da. Sehen doch schon. Der Opa da hinten. Yeah, come to me. Meiner ist auch gleich da. Oh nein. Alex Parer ist gleich da. Ich glaube, er ist es. Ich weiß es nicht. Oh nein. Doch, das ist der Opa. Hey, man. Yeah. Rennen.
Also wir müssen jetzt noch mal ins Old Quarter. Oh, die Autos. Weil wir haben jetzt... Hier. Grab. So, nochmal, was habe ich gesagt? Weil wir haben jetzt nämlich für die nächsten Tage einen kleinen Trip gebucht nach Katbar. Die Unterkunft haben wir gebucht, jetzt müssen wir nur noch ein Busticket buchen und dafür ist Old Quarter immer die beste Adresse. Zum Thema Rennen, ich liege in Führung. Ein bisschen ungerecht, weil ich habe das Grab ein bisschen früher geholt als Alex. Ja, jetzt muss ich auf ihn warten. Gewonnen! Mein Kopf ist eingedrillt. Alright. Bye bye. Ja, ich habe gerade schon gesagt, war ein bisschen unfair, ne? Ey, da werden auch rote Wellen ohne Ende. Aber Sieg ist Sieg. So, Tickets gebucht. Morgen geht das los. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Treter. Ja, weil wenn wir da irgendwie durch den Dschungel laufen, kann ich das nicht mit meinem weißen Latschen machen. Warum nicht? Das geht nicht. Deswegen hier nochmal schnell ein paar Sneaker grabben. Erster Halt für Eriks Schuhmission. Old Quarter ist heute mal wieder der Hauptanlaufpunkt. Na Erik, ist es schon fertig geworden? Nee. Da ist alles voll. So Leute, es geht Schlag auf Schlag. Ein paar Nike-Kicks für 12 Euro gekauft. Also wirklich, in diesem Punkt ist es hier echt absolut verrückt. Shoppingparadies. Also Schuhe habe ich für den Urwald, jetzt kann es morgen losgehen. Jetzt stärken wir uns noch mit einem kräftigen Bang Mi, da laufen wir jetzt hin. Thank you. Wir sind wieder Bunny Elf. Das ist die Liebe. Was nehmen wir denn? Gibt's das? Ich nehme Ei mit Sausage. Das brauche ich mir selber, Digga. Ei mit Sausage. Kostet 32, würde ich schon sagen. Leute, the race is on. Oder? Das letzte Rennen für heute. Alex, was hast du für ein Gefühl? Also wenn der Fahrer sich jetzt nicht noch 20 Mal dreht, dann habe ich halt gute Karten jetzt nochmal. You like Alex? Ja. Yeah. Hat auch nichts zu heißen. Ich bin der Pferd. You are hands up. Thank you. Super netter Fahrer, aber ich habe noch mal eine kleine Tour durchs Old Quarter bekommen. Trotz Vorsprung, sage ich nur. Digga, der wusste schon wieder nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, das war's. Danke. Ich krieg immer die falschen Fahrer.